Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Rumgeschichten, meine lieben Freunde. An meiner Seite sind natürlich wieder die beiden beherzten, aber schlechten Kumpanen, Mene und Zwiebel. Hallo. Hallo. Naja. Hallo. Na ja. Übrigens, hallo, hallo, wir haben ganz vergessen zu sagen, dass die letzte Folge Folge 100 war. Ja, richtig. Stimmt. Heißt, wir sind jetzt im Sea of Thieves 101. Wenn man von uns was lernen kann. Ja, wir haben jetzt 100 nach Nordwesten, Mann. Ja, ich fahre euch gerade durch. Warte mal, jetzt musst du schon fast nördlich. Auf jeden Fall ist das die letzte Folge. Ist es nicht. Ja. Doch. Ist es nicht. Dafür liebe ich dieses Format zu sehr. Bis auf weiteres. Ich meine, es macht ja keinen Unterschied. Wir können uns ja auch einfach AFK aufs Schiff stellen, weil wir sind ja die beherzten, aber unnützen Kumpanen. Und du machst es dann alleine weiter. Ich drücke einfach auf Aufnahme. Kann mal jemand das hintere Segel, also das hintere Segel mal ein bisschen hoch machen? Ich sehe nichts. Oh. Ja, du fährst gleich gegen den Steg. Aber nur weil er durchs Tor fahren will, ne? Fährt nicht die Strecke, die wir müssen. Aha. Ach doch, jetzt ist es ja richtig. Er hat es ja korrigiert. Ich krieg kaputt. Na? Also durch das Loch durch und dann immer geradeaus. Den Steg schaffst du noch, Brilli. Den Steg schaffst du noch. Ratz, ratz. Ich bin absoluter Profi. Warum lenkst du denn jetzt so weit rechts? Meine Tochter hat früher immer voll gerne so ein Autorennen gespielt. Da war sie, keine Ahnung, 5 oder 6. Nee, sie hat so gut wie jeden Randstein und jedes Schild mitgenommen. Yep. Also was du damit sagen willst, ist, dass der Brilli fährt wie eine 5-Jährige. Ja. Nee. Hat ein bisschen mehr Tiefenwahrnehmung, aber ansonsten. Nein, er macht es schon gut, muss man ja sagen. Nee. Vor allem mit so eingeschränkter Sicht immer. Wir wollen schon ehrlich bleiben. Hau ab! Ich sehe wirklich nichts. Guck dir das an. Vor allem mit so Nassstreifen auch überall. Das Schweiß. Ja, aber woher? Von Spiele stehen. Arschbacken zusammen macht Schwitze. Ohne Witz, wenn Mene da draufsteht, der ist genauso wie der Pfahl, der mir eh im Weg ist. Das ist aber überhaupt keine Beeinträchtigung. Das ist eine Flucht mit dem Mast. Ja, genau. Ja, das ist wirklich schön. Meine Tarnung ist das. So, sind wir noch richtig? Ja, wenn du einfach mal fahren würdest und nicht hinten rein und her. Ja, ihr müsstet aber mal ein bisschen optimisieren. Ja, geht ja nicht, wenn du mal hin und her lenkst. Ich lenke nicht hin und her, ich weiche aus. Alter, ja, ich stehe auf dem Steuer, ich sehe, wie du das Rad drückst. Ja, ich weiche aus. Erzählen, du lenkst nicht ich hin und her. Weiche aus. Was, den Wellen oder was? Nee, guck, dreh dich mal um. Ja, da ist nichts. Da ist alles. Nichts ist da. Ist einfach komplett Land. Land. The Land. Du hast schon Halluzinationen. Ja, von zu viel Sea of Thieves, würde ich mal sagen. Wir können ja unsere Terraria-Session wieder eröffnen. Die Folgen, die ich letztens erst gelöscht habe nach 2 Jahren. Das könnt ihr doch eh nicht. Ja, eben. Dann ist es nicht mehr so ungleichmäßig. Ja, aber lass mal was Neues machen. Dann hatten wir ja noch überlegt, Dark Alliance zu machen, aber das sind wir natürlich nur 3. Das haben wir nicht überlegt, das will ich nicht machen. Okay. Was war denn Dark Alliance nochmal? Das war dieses, wo man... dieses D&D-Ding, ne? Ja, genau, wo man zu viert als Team darum rennt und... Also ich wäre ja nach wie vor, wie ich schon vorhin geschrieben, für Ready or Not. Also es ist echt geil. Ja, weil wir ja so bekanntermaßen so übelst gute Shooter-Spiele Nein, sind. Ja, und vor allen Dingen auch gut in Koordination und Planung. Weil wir uns immer einig sind. Es ist ja kein Shooter im klassischen Sinne, dass du da durchgehst und alles rasierst, sondern es ist halt sehr taktisch. Das ist wieso? Halt klassische gut. Shooters sind doch genau das. Wir gehen da durch und rasieren nichts. Ja, aber du kämpfst halt, ja. Also, kennt ihr das nicht? Habt ihr das früher nicht gespielt? Police Quest? Nein. Spot? Doch, ich hab halt früher mal so ein Spot gespielt. Und das war halt echt gut. Nee, da sind wir doch richtig. Ja, da direkt vor uns ist es. Wenn du nicht gelenkt hättest, wären wir genau drauf zugefahren. Bist du wieder dem Wasser ausgewichen? Ja. Nee, dem, was vor uns ist. I go mal to the anchor. Wasser in sie. Wasser in sie, Wasser in Gesicht. Da ist er. Ich werde da jetzt so geil einparken. Ja, ich befürchte es auch. Nimm mir nicht den ganzen Speed, Mädel.
Sei lieber froh, dass ich mich kümmere, dass du nicht wie das ganze Schiff ruinierst. Ich uriniere gleich auf dich. Ankor! Was? Viel besser geht es nicht. Warum machst du jetzt doch nach rechts gelenkt? Bisschen mehr Schwung hätte ich jetzt gebraucht. So. Lächerlicher Typ. Dieser Mähne. Müssen wir wieder nachts kommen eigentlich zu dem? Ich glaub schon. Ist der das überhaupt gewesen? Hier war neben dem, hier, Diebesstern. Hier, neben Schleierbahnstein. Ah ja. No, where such leave those ephemeris charms? Oh, it's you. My spyglass. Oh, a fine keepsake. I'll pass along that pretty gem of yours in return. Eh, old Suds won't forget. Okay. Doesn't want the glowing eyes man angry at him. No. Man, hau doch mal ab da. Was? Declination 22. Need to call him in. Oh, der mehrt aber auch darum. Aha. Mhm. Seemannsgarn abgeschlossen. Diabetes. Ah, nee, Diebesstern. Diabetesstern. Und nur? Ja, nur. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Ja. Oh, guck mal, hier fährt einer an uns vorbei. Oh. Yes, PvP zum Ende. Wir haben keinen Sprengstoff, was? Macht nichts. Wir haben gar nichts, Mann. Ich schwimm zu denen. Oh Gott, das Schiff. So muss ich nicht hier. Wir müssten mal ein Anker lichten und losfahren. Dann sind wir ja hier. Ja, ich bin am Schippen. Aua. Einer müsste oben mal schießen. Ja. Wir sind gerade eh außer Reichweite. Komisch, die treffen uns aber. Ja, weil die anders zu uns stehen. Aber wir müssen erstmal. Aua, hinter uns. Alter, die haben mich von Bord gebumst. Ja, natürlich, jetzt kommt noch ein Hai, ist klar. Wo sind sie denn? Ja, hinter uns. Ich schwimme zu denen gerade. Wie die Katze mal schreit. Einer ist tot. Ja, Brilli, sauber. Aber der zweite hat mich. Der war hinter mir, glaube ich. Ah, ich habe auf die Leiche geschossen, Mist. Unser Schiff geht unter. Ah, der blöde Hai. Ja, was für ein schönes Ende. Bei mir leckt's übelst. Warum leckt's denn so? Drecks. Er wurde von seinem Partner halt direkt wieder geholt, aber ich natürlich. Ah, ich hab keine Munition mehr! Ich hab keine Los, komm her, du! Ah, hat er mich, verdammt! Ich hab hier bloß unten so ein Lade-Symbol. Ah. Meine Munition war leer, sonst hätte ich ihn gehabt. Ah, wir sind wieder nur noch. So, das waren die Rumgeschichten. Da bin ich mir noch das nicht so sicher. Doch, das waren doch, die Rumgeschichten. Doch, das waren sie. Nee, das macht mir aber viel zu viel Spaß. Nein, wir haben es ja alle erzählt. Wir kehren ja bestimmt wieder zurück. Aber jetzt nach 100 an einer Folge reicht es erstmal. Ja, nach 4 Seasons. Ja, und 5. Wenn du 5 so willst. Sogar. Alter, ihr leckt total. Season 5. Ja, es leckt gerade wie Sau. Ja, bei mir auch. Also, Kinders, bis zum nächsten Mal. Das ist meine Folge, oder? Das ist meine Folge. Ja, dann mach. Gar nichts mache ich. Der Mähne ist ja noch nicht hier. Oh, Mähne. Na, ich bin noch hier. Und wir werden uns bestimmt nicht hier verabschieden, sondern auf unserer wunderschönen Elaine. Kann man da den Kanonen-Timer machen? Dann würden wir uns drei alle gleichzeitig abschießen. Nee, kann man nicht. Nee, aber ich kann nicht abschießen. Das wäre natürlich geil. Wenn du möchtest, schieße ich dich ab, dann siehst du das Schiff in deiner Abmut.
Ja, komm, das machen wir. Nee, wir, ja. Erstmal, Leute, ihr habt die beiden gehört. Ich bin ja nur, ich habe leider nur, ich habe leider nur eine Stimme offensichtlich. Ich wollte irgendwie eine Spalte drauf finden. Ich weiß nicht, was sie jetzt spielen wollen oder was wir jetzt spielen werden, aber es wird natürlich weitergehen mit uns dreien. Also nicht traurig sein, aber Sea of Thieves wird wiederkommen, da bin ich mir relativ sicher, weil es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bis jetzt, glaube ich, auch unser längstes Projekt gewesen. Ah, nee, ja doch, mit das einer Folge schon mehr als die Hofgeschichten. Na? Ja. Ah ja, richtig, genau. Die auch da sehr, hat man sehr auch so viele Folgen, krass. Ja, ja. Ja, hat nichts geschafft. Wir hatten einmal Kartoffelernte, glaube ich. Ja, warte mal. Gefühl, wer hat da so viel Zeug immer gekauft? Hüte, dass wir bloß keinen Saatgut hatten. Und ich habe da also noch gewisse Erinnerungen an dieses Projekt. Ich habe versucht, Viehzucht zu etablieren und ständig hat er irgendwie Tulpenzwiebeln. Ja, genau. Schön, der Holländer ist wieder, hat wieder gekickt bei ihm. Minecraft wäre ja auch mal wieder eine Sache. Nee. Minecraft wäre ich dabei. Echt? Aber wenn dann Vanilla. Vanilla, nee, es gibt ein neues, es gibt ein mit einem ganz neuen, mit 1.13 glaube ich oder so, oder noch neuer, so ein Ocean-Block-mäßiges, wo du passt ja thematisch quasi hier zur Südsee, ja, wo aber du auf einem Block im Wasser. Ich würde gerne mal halt normal Minecraft spielen einfach. Naja. Vielleicht Vanilla mit ein paar Mods mit so Maschinen und so, klar, aber nicht irgendwie so Skyblock-mäßig. Ihr könnt ja mal, hätten wir eine Community, könnten wir die ja fragen, aber. Ja, haben wir nee, doch. Also. Weil die sagen dann wieder irgendwie, ja, spielt doch PUBG und dann seid ihr beiden ja wieder raus. Nö, ich würde ja mitmachen, aber. Ist halt PUBG. Ja, wir können ja mit Fortnite machen. Leute, lasst euch überraschen. Moment. Lasst euch einfach überraschen, genau. Was kommt. Wir finden was Schönes. Wir werden was Schönes finden. Wir spielen Fortnite, komm. Ja, genau, ey. Da kannst du. Ja, klar. Wahrscheinlich tauschen wir aber Mähne aus gegen einen Metronom. Ich bin wie ein Metronom. Ich kann ja die ganze Zeit klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack. Damit, daran hätte ich auf jeden Fall mehr Spaß als an diesem epilepsie-erzeugenden bunten Gedöns dann. Aber kommt, wir müssen mal unser Lied nochmal spielen zum Abschied hier. Ja. Kommt. Dann stimmt's mal ein. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen von den Sea of Thieves. Wir sagen tschüss. Vielleicht bis zum nächsten Mal hier in der Karibik bei den Rumgeschichten. Mir hat's Spaß gemacht, den beiden wahrscheinlich. Auch. Ja, doch schon. Ja, sicher, klar. Also, ja, klar. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Jetzt gehen wir jetzt eure Crew. Check, genau. Und von daher. Ciao, ciao. Tschüss.